Oh, moin Leute, ne? Oder guten Abend, je nachdem, wann ihr zuschaut und herzlich willkommen zu einem weiteren Dead Island Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar vermissten Leute gesucht. Also, wir hatten vermissten Questen und heute haben wir Nebenquesten auf dem Schirm. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich Nebenquesten den Vorzug gebe, weil wir haben 18 von 24 Hauptquesten erledigt. Heißt, wir haben schon drei Viertel vom Spiel durch, was die Hauptstory angeht, und ich will natürlich auch die Nebenstories alle erleben. So, wir sollen in Soundsteck 5 nach Bosi, dem Pyrotechnik-Fan, suchen. Krabum! Das hat gut funktioniert. Da kommt der Tonmeister, der beschwert sich schon, weil er die Kabel falsch verlegt hat. Yo, hey, you down there. Hannah sends you? Can you clear out these deadheads so we can talk? Klar. Mach's sofort. War ich schon auf diesem Set? Ich glaube nicht. Ein fauliger Kotzbrocken, der erstmal nach seinen Kollegen gekotzt hat. Oh, das juckt ihn nicht. Er hat meine letzte Schrotmunition gefressen. Okay, wenn du so nicht willst. Dann habe ich die anderen alle umgenietet. Ach, die hat er irgendwie umgenietet. Oh, was krieg ich denn hier alles geschenkt? Hier sind aber viele Knöpfe. Ich will sie alle drücken. Hier noch mehr was aufblähen und platzen will? Ja. To expect you up here. Hey, the fuck are you doing up there? This is where the FX controls are. Thing is, when I climbed up here, I didn't notice that I had half a starlet with her teeth sunk into my shin guard. She chewed through a bunch of wires trying to get at me before I finished her off. Oh yeah, that's a thing that can happen, for sure. The obnoxion here is that I'm trying to reverse engineer the setup they have for these D-Day effects. Okay. But they're all tangled, and I've already set off one quiet on-set alarm in a random blast. So now we have unwanted extras pouring in, including a big, gross, postulate fucker. And you're stuck up there, digging yourself a deeper and deeper hole. I get it. There are some mortar controls in the Sanger at the top of that hill, I think. Between those and the stuff up here, we can probably make the beach a dangerous place to be for the zombies. But maybe stay up there, because I don't want to trigger something by accident and, like, blow your legs off. All right. Let's start blowing some shit up. Just not bits of me, obviously. I think I hooked up a trigger for some mortars. Either that. Das klingt spaßig. Das klingt sehr, sehr spaßig. Muss ich schon sagen. That or smoke. Can you try one of those switches out and see if it worked? Ha!
liegst du hier noch? Woo! Now we're cooking. Das sieht nach Spaß aus. Ah, shit! More extras coming! Stay up on that hill! Ich kann keins von den Dingern zünden gerade. Tschüss. Tschüss mal deinen Kollegen. More coming, so watch yourself. Okay, hier kann ich Spaß haben. Danger close mortars, ready when you are. Noch ein bisschen warten. Set off the right side mortars at will, Sarge. Das macht Spaß. Ja, kommt nicht mehr. Ich hab da irgendwie so eine brennende Matchspüle im Gesicht. Eigentlich nur auf die Beine zielen. Oh Scheiße, das ist einer von denen. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich meinen Hammer liebe? The mortars on my right, on your left, they're ready. Right hand mortars, good to go when you are. Ja, je weniger, desto besser, ne? The danger clothesline of mortars is hooked up. Die Visage brauchst du ja eh nicht. Die Mörser sind lustig. Die sind sehr lustig. Okay, the left mortar's reloaded. I see we have a growing audience. Let's have some fun! Hallo? The ones along the barbed wire are good to go. Careful. Da macht ich bumm. Oh, da ist der Sergeant. Irgendwas kam von hinten. Left mortars are locked and loaded. Ich hab mal eine Idee. So, ich hab die erstmal alle hier nach links ein bisschen gelockt.
Feuer frei. The danger clothesline of mortars is hooked up. Halleluja! Silvester wird heute schon gefeiert. Mir wunderschöne Spielzeuge bereitgestellt. Das Ding war jetzt nicht so nett. I see we have a growing audience. Let's have some fun! Das ist das schönste Spielzeug, was ich je bekommen habe. Die sind auch irgendwie in die Luft geflogen. Ist das ein Schwarmgeher? Nee, Feuerteufel. The ones along the barbed wire are good to go. Careful. The mortars on my right, on your left, they're ready. Standen. Schön, dass da so viele sind, die explodieren können. Danger, close mortars. Ready when you are. I've hooked the mortars on your right. Back up for you. Jetzt verstehe ich auch, warum mir so viel Heilung liegt. Also damit kannst du ja ordentlich aufräumen. Du müsstest dir nur eine Fernschaltung zulegen, dass du die von da hinten auch extra nutzen kannst. Und hier irgendwie so eine Soundbox, die anlockt. Würdest du innerhalb eines Tages ja eigentlich alles zombiefrei machen? Also der wird wahrscheinlich wieder wie gerade eben reden wollen.
Oh, einer von denen hängt sogar am Zaun. Woo! Hannah said you were the business and she was right. Stellar fucking work there. You too, man. No problem. Some explosions. And you bought me enough time to make sense out of this spaghetti wires up here. Sweet. Any new toys? New ideas and new know-how. Some of which might apply to you, in fact. I've got an idea for something to gussy up your weapons. That's what I wanted to hear. You okay getting back to the others? Oh, yeah. And the Venice canals are gonna get a lot more dangerous to deadheads as soon as I'm back there. Kurze Lunte habe ich bekommen. Okay. Gucke ich mir sofort an die Karte. Kurze Lunte. Bis 10:10 ist was löser. In 10 im Festle den Rasereimodus jederzeit, sobald deine Rasereianzeige mehr als halb voll ist. Okay. Finde ich jetzt nicht so extrem praktisch. Aber ich habe noch die Militärgranaten bekommen. ...150 Kraft haben die. Oh, die haben... ...jetzt aber nicht die besten Werte. Aber die explodiert offenbar bei Kontakt. Das ist deren Vorteil. So ungefähr wie mein Molotow. Kann man ja mal nutzen. So, wir haben noch diese wunderschöne Nebenquest. Ach ja, die wollte ein paar Einheiten chitonisches Wundsekret. 5 Einheiten wollte sie haben. Innenbar Flüssigkeit. Ja, wir haben genügend Wundsekret. Wir können das ruhig eben kurz vorbeibringen. Oh, hi. Caroline Sanchez ist am Tor. Ja, die macht ordentlich Bums. Das macht aber genauso gut Bums. Sanchez war wohl nicht besonders stark. War ja kein Rick Sanchez. Paul Everett und Stephen Phillips. Ich kenne die alle nicht. Wehen die Augen raus. Ah, die wir ein bisschen wenig hier verkloppe. Kirk Vasquez und Jennifer Emmerich. Ich weiß nicht, was ihr für eine Fernsehfamilie wart, aber jetzt seid ihr keine mehr. Jetzt seid ihr nur noch Matsche. I'm pleased to report that we have safely regrouped. Yeah, here you are. Sebastian, don't get distracted. Running out there alone was incredibly stupid. Do not do that again. So. Ich weiß nicht wieso, aber mein Spiel hat sich gerade einfach geschlossen. Ich habe wirklich nicht auf Schließen oder irgendwas in der Art gedrückt. Der hat einfach gerade mein Spiel geschlossen. Oh, there you are. Good. Hand over those zombie parts. Das ist ein sehr schönes Kunstwerk. I will create such a monument. Okay. Hatte so in Hoffnung, dass du schöne Sachen für mich hast. Aber du hast zumindest Kleber. Und Schrott. Das brauche ich immer am allermeisten. Alles andere finde ich wie heute. Du hast jetzt nicht wieder eine Nebenquest, wenn ich jetzt weggehe. Ich
kann ja auch mal gucken hier wegen der Suchmeldequest. Muss ich nur noch mal die verknüpfte Aufzeichnung angucken. Ja, in der Alpen Drive und Glittery Corner. Okay, Schusswaffe. Muss ja in dem einen Gebiet noch sein. Ich bleibe genauso verwirrt, wie ich es damals gewesen bin. Ist ja eigentlich nur der Postbote, den ich suche. Da ist ja eigentlich auch der Hinweis, ne? Nicht im Anwesenheit Minijähriger öffnen. Ist er vielleicht hier rein dann gekrochen? Suche da hinten eine Hässlichkeit. Autofahrgefähigkeit, kommen in den Rhythmus. Nahkämpfe sind dafür auf Zombies in rascher Folge geben, die einen großen Kraftboost, der mehrfach gestartet werden kann. Wenn dann allererster Schlag. Ein allererster Schlag ist weniger kraftvoll. Okay. Aber im Allgemeinen werde ich stärker. Ein Moment, Leute. Ich schnapp mir jetzt hier eben kurz mein Handy und google jetzt Dead Island 2 und Postbote. Ich suche den jetzt schon so lange, ich habe die Nase voll. Ich habe einen Stream ungefähr eine Stunde lang versucht, diesen Postboten zu finden. Einen zweiten Stream eine halbe Stunde. Und jetzt hier nochmal so, ich glaube, eine Viertelstunde. Irgendwann will ich den auch mal finden. Okay. Ich habe hier drei Bilder auf meinem Handy. Da ist eine Sackkarre. Dass du aufstehen willst, das war mir sofort bewusst. Mail Dude, I hear you got something for me. Wer soll denn auch darauf kommen, direkt komplett am Anfang? Na, guck mal, hier will man auch noch mal was von mir. Curtis will wieder was von mir. Hey, old time. Oh, ey. Gotten comfortable, huh? Company's a marked improvement here. That's for damn sure. Just a pity that the tasteful Miss John left the stocking of the liquor cabinet to her tasteless hound of a husband. Just glad you've got your priorities straight. Why settle for less, I say? These good people welcome me into their home. They deserve the best. And I happen to know that slacker up the hill was holding on to some vintage hard-killing whiskey as an investment. And when those internet kids moved in, I gave them a bottle of Maison Saint-Vivant that's older than they are. If only some kind soul would help an old man out. Yeah, ich doch immer. Raise everyone's spirits. Oh, I get it. You're lucky you're charming, Grandpa. Ha, ha, ha. Get me those drinks, and I swear to you, I'll make it worth your time. I've got something special that'll make those mealy-mouthed, undead bastards slither back into their graves. Klingt gut. All right, then. Better not keep them waiting. I knew I could rely on you, kid. Godspeed. So, einmal kurz zurück ins Bild kommen. Other one. Zuerst wollen wir jetzt aber das von dem Postboten.
Ich habe den lang genug gesucht. If I was loaded, where would I keep the fancy whiskey? Im Trophäenraum. Wo denn sonst? Ach, hier muss ich nach dem Whisky suchen. Warte, das mache ich gleich. Jeez, save some for the rest of us. Art Killenlieferung. Das ist die Sinclair-Nebenquest wahrscheinlich. Art Killen bedankt sich für jeden Einkauf. Die Art Killen-Familie ist stolz darauf, Schöpfer des authentischen Geschmackserlebnisses zu sein, das sie von uns erwarten und das auf unser geheimes Familienrezept zurückgeht, welches seit Generationen unverändert geblieben ist. Wir garantieren Ihnen, dass dies der beste verdammte Whisky ist, den Sie je getrunken haben. Art Killen 5 Jahre, ich kenne mich damit nicht aus. Art Killen 5 Jahre mal 12, 3560 Euro. Art Killen 10 Jahre, 6-fach, 2820. Art Killen 18 Jahre, 6-fach, 4060. Alter, wie teuer ist denn der ganze Scheiß? Lieferhinweis: Kunde bittet um Hilfe beim Transport. Zwei Kisten in dem Weinkeller, eine Kiste in der Privatbar, eine Kiste in die Küche. Ich hab dich null gesehen. Einen Moment. Ich kümmere mich gleich darum. Hier rechts runter. Habe ich den Postboten endlich gefunden? Das ist der Postbote? Danke für die Larven. Okay, nur noch der da. Da müssen die dicken Geschütze ran. Ich habe den Postboten zerteilt. Von innen seid ihr genauso eklig wie von außen. Thanks, Bud. I'll finish the job. Endlich habe ich den dreckigen Fettsack. Okay, ich weiß ja, wo das Paket liegt. Und den habe ich so lange gesucht. So, jetzt machen wir das hier nebenbei. Das ist ja direkt hier, ne? Aber jetzt ist hier komischerweise offen. Danke. Diesmal habe ich sie gesehen. Und da ist gleich noch eine. Ich glaube, die andere hat er schon ausgelöst. Was ist mit dem Schuh los? Der Schuh war besessen. Locked shut. Der Whisky ist im Safe. Chica wasn't messing around. I need her key. Okay. Komm, was wolle. Cool. Cindy, ich bin fast fertig, die wertvollsten Sachen in Sicherheit zu bringen. Ich habe alles eingeschlossen und selbst wenn Sie meinen Schlüssel stehlen, fangen Sie sich eine Ladung Blei im Schritt ein. Einer von diesen Widerlingen hat es schon probiert. Der steht nicht mehr auf. Schon ein bisschen gruselig, wie einfach es ist, eine Todesfalle zu bauen. Bring dir Whisky mit. Komm mal, was wolle.
Wir verschwinden von hier, aber die lassen uns auf keinen Fall Getränke mit an Bord nehmen. Wir bleiben hier. Du bist schon wieder betrunken. Nein, du beschwipst. Wir müssen ein Flugzeug kriegen. Ich denke mal, rechts ist Cindy. Ich glaube nicht daran. An was? Flugzeuge? Die ganze Sache, die wollen nur an meinen Kram. Gibt es kein Bissios? Wir bleiben einfach alle im Panikraum. Warten, bis alles vorbei ist. Ich verstecke mich in meinem Loch und warte darauf, dass mich irgendein Freak als Snack verspeist. Mein Haus, meine Regeln. Natürlich, mein Herz. Okay, wo ist das Schwert von meinem Opi? Ausstellungsraum, wo es immer war. Gut, ich gehe es holen. Und dann kannst du es benutzen, um all die Irren abzuwehren, die uns den Weg hier raus versperren. Baby, vergiss das Schwert. Komm einfach runter, Baby. Cindy, hör auf mit den Spielchen. Im Ausstellungsraum. Ich denke mal aber, im Weinkeller wäre auch noch eine Nachricht gewesen. Die wollten mir wohl zeigen, wo der Weinkeller ist. Hallo? Stimmt, hier war der Weinkeller. Ich habe nie die Lampe an. Letzte Runde. Betrachte dies als Intervention, Süßer. $15,000 für importierten Whisky. Nicht mal den guten Stoff aus Kentucky. Du hast ja ein Problem, Kohit. Ich habe gesehen, wie du sogar ein Auge auf das seltene Zeug geworfen hast. Ich habe nur noch rechtzeitig gesehen, dass es Cindy ist. Es ist Mist, das Sinclair dir gegeben hat. Er hat gesagt, du solltest es aufheben als Investition. Zum Glück hast du mich. Ich weiß, dass man ein Problem am besten mit harter, kompromissloser Liebe löst. Ich lasse nicht zu, dass du unsere Zukunft ruinierst. Ich bringe die Flasche in mein Gästezimmer in Sicherheit. Und denk nicht mal dran, danach zu suchen. Ich würde es merken. Cindy. Hä? Wo kommst du her? Der Ausstellungsraum war oben. Wenn ich mich richtig erinnere. Oh, guck mal, Curtis ist richtig nett. Der denkt auch an die jüngeren Leute. Schenkt denen sogar Sachen. Mein Gott, geht mal kurz aus dem Weg. Habe ich dir die Beine weggesprengt? Halt die Klappe. Was stand da? Habe ich da gerade Sklave gelesen? Ich habe den Schrei jetzt auf jeden Fall erstmal in die Fresse getreten. Was ist das denn jetzt? I'm pretty great. Inventar ist voll. Oh ja, mit der jeweiligen Shot. There you are. Aber wo ist Nachricht Nummer 4? Got somewhere to be. Wir haben doch noch eine Nachricht hier. Wahrscheinlich ist in der Küche noch eine Nachricht. Die würde ich schon gerne noch einsammeln. Zählt ja zu den Informationen.
Küche war hier etwas weiter rechts. Ich hab dich gehört. Mann, warum haben heutzutage so viele nur einen halben Körper? Verstehe es nicht. Keine Ahnung, warum die alle nur einen halben Körper haben? Ach, wahrscheinlich ist die vierte Nachricht bei dem Ziegenstall irgendwie der Hinweis. In dem Hirn war eh nichts drin, Schätzchen. Du brauchst es sie nicht. Ping! Your order has arrived. Gabe. Okay. Ist die gut oder scheiße? Scharfschütze, selten. 1108 Schaden, Kraft 20. Warte. Das ist, glaube ich, ein Jagdgewehr. Hängt voll in die Fresse. Danke. An ancient bottle of wine. Gotta be a wine cellar in a place like this. Vielleicht kann ich ja mit dem Scharfschützengewehr schon im Voraus das ausschalten. Ja, ich konnte es ausmachen, bevor es losschreien konnte. Nein, du hältst die Fresse. Hallo, sie hat nicht geschrien. Sind das alles Stacheln-Gegner? So, wo ist mein Wein? Even I've drunk this stuff. Das ist nicht der Wein, den ich suche. Oh yeah, you feel old, really old. You there, kid? If you're still down at that modern mansion, look out for a cigar box. The finest Cubans. Gave them as a housewarming gift, and I got a hankering. Dude, really? All right, but this is the last thing. Then I'll sweeten the deal. Check their master bedroom, and you'll find a little something extra. Ah, jetzt kriege ich wahrscheinlich endlich den Schlüssel, um da oben reinzukommen. Der Ziegenstall Hauptschlüssel erforderlich. Dann habe ich echt immer die Standardlösung sein, hier einfach durchs Fenster zu springen. Zombie, der den Schlüssel hätte.
Irgendwas habe ich da hinten in die Luft gejagt. Wozu ist dafür überhaupt ein Schlüssel da, wenn man eh von außen easy peasy da rein kann? Ich verstehe es nach wie vor nicht. Ich kann halt ja wirklich einfach durchs Fenster springen. Hallo? Weißt du, wie sehr du mich juckst? Also, wo ist jetzt die Tabakdose? Die brauchen die ja eh nicht mehr, ne? Kosmetikkoffer. Noch ein Koffer. Ketchup. Wo ist Nachricht Nummer 4? Better get these back before the old timer thinks of something else. Also irgendwie muss man ihn ja eigentlich normalerweise bekommen, dass man da durchgeht da oben. Ach guck mal, hier ist glaube ich meine Nachricht. Drogenfahnder. Das ist Notiz Nummer 4. Ich habe übrigens gesehen, dass da ein Zombie steht, der mich haben will. Notiz, die auf einem Heimdrucker ausgedruckt wurde. Was geht, Ziegenstall? Jetzt mal Klartext. Ein paar von euch bedienen sich zu großzügig aus dem Beinlager. Wir haben ein paar Partys vor uns und ich will das gute Zeug, das wir von Mr. Sinclair haben, für die großen Sponsoren aufheben, das nächste Woche kommen. Deshalb gehe ich jetzt mal den Spielverderber und schließe den Raum ab. Aber wir könnten uns nicht erlauben, dass nochmal jemand besoffen steamt. Und uns alles versorgt, gerade jetzt, wo sich so viele Chancen ergeben. Wenn jemand Wein für Koch-Content braucht, ich bin unten und über Bowlen. Fragt mich nach dem Schlüssel. Und dann suchen wir was aus. Und versucht nicht, das Schloss aufzubrechen. Das neue Alarmsystem ist sehr empfindlich. Und ich werde mich jetzt nicht mit dem Kopf rumschlagen. Ganz im Ernst, reißt euch einfach noch für 2 Wochen zusammen, wenn wir das Sponsoring eintüten. Und ich das Wohltätigkeits-Bowling-Ding gewinne. Machen wir diese Flaschen auf und lassen es krachen. Jamie, unter der Unterschrift befindet sich ein unordentlich hingekritzelter Kommentar und darunter eine Antwort in einer anderen Handschrift. Was ist mit dir passiert, Jay? Bevor du angefangen hast, unsere Managerin zu daten, warst du kein verdammter Drogenfunder. Halt die Klappe, Alter. Du bist der Grund dafür, dass ich mich inzwischen anhöre wie meine Mom. Also jetzt ist die auf einmal doch down? Die Person, die den scheiß Schlüssel hat? Ich gehe mir jetzt diesen Kackschlüssel holen. Komm her. Ich sag bloß, das zählt nicht mehr, weil ich das Zigarrending schon eingesammelt habe. Du willst mich verarschen. Gib mir den verkackten Schlüssel. So, Mr. Sinclair, ich habe Ihr Luxuszeug. Das gebe ich Ihnen, aber vorher muss ich mich aus dem Bild packen. Company and some excitement. Don't say I never do anything for you. You're too good to me, kid. And don't let anyone say that Curtis Sinclair is not a man of his word.
you take my rifle, Peggy. And for the cigars, I'll throw in some ammunition to get you started. Whoa. That's an honor, sir. Old Peggy's done right by me over the years, but my joints can't handle her kickback no more. Treat her right, and she'll look after you, too. You sure you won't need the protection? No need to worry about me, kid. They can try and bite me. My hide's tougher than a $2 steak. Besides, I can still handle a pistol just fine. I'll be all right with Peggy's little sister, Betty, on my hip. Okay, Peggy liegt da. Ich wollte nie auf Karte, ich wollte die Billardküste wegschmeißen. Hättest du die Feuerrad von der hier, hätte ich jetzt in Erwägung gezogen. You're not in a rush, are you? Aber die Peggy ist wahrscheinlich ein besseres Jagdgewehr als das, was ich gerade bei ihr habe. Oder? Warte, da ist Peggy. Scharfschütze. 2700? Ist ja klar, die Feuerrate ist nicht so hoch wie die, aber... Alter, das ist mehr als der doppelte Schaden. Die ist ja ultra krass, die Waffe. Die kann ich noch verbessern. Ich denke, meine weitere Nebenquest ist hier jetzt nicht mehr. Okay, ich guck gerade nur. Bei Beverly Hills ist wieder eine Nebenquest verfügbar. Wahrscheinlich bei der einen Tante. Hier in Bel Air ist noch eine Nebenquest. Bei den Monarch-Studios ist es auch irgendwo noch eine Nebenquest. Und da sind nur noch interessante Dinge. Bei Venice Beach wahrscheinlich in diesem einen Wächterturm, wo ich... Wer weiß, wie oft versucht habe reinzukommen und es nicht schaffe. Gehen wir nochmal nach Beverly Hills. Einfach gucken, was die Tante jetzt von uns haben will. Vielleicht können wir es ihr instant geben. Wir haben ja mittlerweile richtig viel Monstermaterialien. Ach, Monstermaterialien, Zombie-Materialien. So, Peggy. Ich will dich einmal im Einsatz erleben. Haben wir irgendein Zielobjekt? Da haben wir eins. Ah, über Kim und Korn. Ja genau, komm mal näher. Ich will testen. Hallo. 8000 Schaden? Peggy, ich liebe dich. Und du bist ultra schnell nachgeladen. Selbst ein Nicht-Crit-Shot, also kein Headshot. 4500. Alter, ist die Waffe krass. Dafür machen, glaube ich, alle meine Patronen bei der Schrot zusammen. Wenn ich einen Schuss abgebe. Das heißt, sie ist ungefähr so stark wie meine Schrotflinte. Wenn nicht gar stärker. Und ich muss nicht mal perfekt zielen dafür. Krass ist das. So, was willst du diesmal von mir haben? Wirbelsäulen. Ja, die habe ich. Kannst du direkt haben. Ich glaube, die aktualisiert sich echt jedes Mal, wenn ich aus dem Gebiet gehe. Oh, die kannst du mir geben. So, ich stelle mich mal da vorne hin für den wunderschönen Ausblick. Ist das ein schöner Sonnenuntergang. Und dann würde ich hier jetzt für heute Schluss machen. Auch wenn es heute den ein oder anderen technischen Fehler gab, wurde der Stream trotzdem noch am Ende gut. Wir haben richtig viel geschafft. Wir haben einige Nebenquesten und die Suchquesten abgeschlossen. Momentan habe ich keine, die ich wirklich annehmen kann, außer jetzt bei der Zentrale, wo wir säumisches wieder hin müssen. Also da, wo der Doktor auf uns gewartet hatte.
Da werden wir dann beim nächsten Mal dann auch starten. Ich bevorzuge aber nach wie vor die Nebenquests und spätestens, wenn ich so bei 22, 23 Hauptquests bin, werden wir sowieso, wie ich schon mal sagte, schon, also nochmal alles nochmal absuchen, gucken, ob wir irgendwo Nebenquests abschließen können oder Suchquests finden. Und die versuchen wir dann abzuschließen, damit wir auch wirklich auf die 100% kommen, abgesehen von den Erfolgen. Dafür muss ich mit mehreren Charakteren spielen. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, für YouTube, Abo und ein Like da lassen. Auch ein Follow auf Twitch. Beides ist gegenseitig verlinkt. Und wie immer verabschiede ich mich von YouTube zuerst. Euch noch einen schönen Tag.